Moin! Heute nehme ich euch mit nach Südamerika, nach Brasilien und wir schauen uns das Brazilian Jiu-Jitsu an. Jetzt werden viele von euch denken, warum? Das kennt man doch, das ist doch bekannt. Ja, das ist bekannt und ich möchte das, bevor ich weitermache, auch gar nicht irgendwie diskreditieren oder fertig machen oder da sonst irgendwie Kritik üben. Ich finde Brazilian Jiu-Jitsu sehr effektiv, gar keine Frage. Aber es gibt ja eine Geschichte hinter dem Brazilian Jiu-Jitsu, wie es entstanden ist, wer es erfunden hat. Und um diese Person gibt es ja auch so einen gewissen Kult. Und ich habe mir, also es werden sicherlich ein paar Leute kennen, aber ich glaube auch ganz viele nicht. Und mir war es auch lange Zeit nicht bekannt. Es gibt ja auch eine Geschichte hinter der Geschichte. Und wie jede Entstehungsgeschichte muss man auch immer irgendwo so ein bisschen Kritik üben oder vielleicht dann auch ein bisschen kritisch drauf gucken. Und genau das versuche ich in den nächsten Minuten dann auch zu machen mit euch. So einen kritischen Blick auf die geheime oder mystische oder von mir aus auch weniger bekannte oder unbekannte Geschichte des BJJ, wie es entstanden ist, dass die Erfinder. Oder dass es halt auch schon vor den Erfindern Jiu-Jitsu in Brasilien gab und auch so etwas länger vorher. Und wie das so alles kam und so weiter und so fort. Wie immer gewohnt, nach dem Intro. Viel Spaß! Gut, kommen wir zur geheimen oder realen oder vielleicht auch nicht so ganz bekannten Geschichte hinter dem BJJ. Ja, hinter dem BJJ oder BJJ oder wie auch immer man das aussprechen möchte, oder aber auch wie Jiu-Jitsu oder Jiu-Jitsu brasilianisch wurde. Die meisten von euch und eigentlich also allgemein die meisten Menschen haben vielleicht davon gehört, dass das brasilianische Jiu-Jitsu von der Familie Gracie geschaffen wurde, die es selbst von Maeda gelernt hat. Und da bleibt natürlich die Frage, ist das wahr oder ist das falsch? Nun, es ist nicht ganz wahr und es ist nicht ganz falsch. Ja, es ist sehr komplex, diese Geschichte des BJJ, vor allem der Frühgeschichte des BJJ. Denn die Gracies waren ja nicht die ersten, die damit irgendwie in, ja, mit Jiu-Jitsu in Kontakt kamen, aber dazu im Verlauf des Videos. Ich hatte ja schon mal in einem anderen Video gesagt, dass, ja, was eigentlich Jiu-Jitsu genau ist und warum es so ein bisschen ja, kritisch zu betrachten ist aus europäischer Sicht und so weiter. Deswegen will ich da gar nicht groß drauf eingehen. Was wir, glaube ich, aber festgehalten werden kann, ist, dass es besonders Kano war und auch seine Schüler des Kodokan, die diese alten Kriegskünste in die Welt getragen haben oder die dann sehr, sehr hohen Anteil dran hatten. Ihr wisst ja, Kano hat 1882 das Kodokan gegründet und um seine Kunst, die er entwickelt hat, zu praktizieren, zu verfeinern und zu verbreitern. Und es waren in den frühen 1900er Jahren mehrere von Kanos Schülern, die Japan verlassen haben, um Jiu-Jitsu zu verbreiten. Ja, wenn es jetzt gerade um dieses Thema BJJ geht, dann sind viele Menschen mit dieser mystischen Geschichte von BJJ vertraut, in der Maeda nach Brasilien reiste und die Gracie-Familie Jiu-Jitsu unterrichtete, diese aber mit dieser Version ja nicht wirklich was anfangen konnten. Und wo wir auch weder bei der praktischen Version sind, noch bei der geschichtlichen Version mit dieser Version von Maeda und der Gracie-Familie sind wir auch nicht bei der richtigen Geschichte des, ja, wie Jiu-Jitsu nach Brasilien kam. Die ersten Jiu-Jitsu-Instruktoren kamen im Jahre 1909 nämlich eher versehentlich nach Brasilien. Wer sich da mal ein bisschen informieren möchte, das war der brasilianische Marinekreuzer Benjamin Constant. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Der eine schiffbrüchige Besatzung japanischer Seeleute auf Pretoria entdeckt hat. Und diese Besatzung wurde gerettet und ein Großteil davon kehrte auch nach Yokohama zurück. Allerdings gab es eine Ausnahme, das waren drei Seeleute, die hatten sich entschieden, mit nach Brasilien zu reisen. Und unter diesen drei Seeleuten waren namentlich Sada Miyako und Mime Kakihara, die sowohl Jiu-Jitsu praktizierende als auch Ausbilder, sprich Trainer waren. Und die reisten halt in Japan, in Brasilien rum und wie ihr wisst, Brasilien hat ja
durch Luther Romana und durch griechisch-römisches Wrestling schon eine sehr lange Tradition an, ja, an, ich sag mal, Vollkontakt-Sportarten oder Künsten. Und es waren dann auch tatsächlich diese beiden, Miyako und Kakiara, die dann ja, durch die Lande zogen und für einen bestimmten, ich sag mal, für eine bestimmte Wette ihre Kunst darboten. Und zwar boten sie jedem einen Geldpreis an, der sie innerhalb einer bestimmten Zeit werfen konnte. So konnten sie auch selber ihren Lebensunterhalt dort bestreiten und konnten auch weiter ihre Jiu-Jitsu-Techniken, ja, üben und auch verfeinern und so weiter. Und zwar wurden jedem halt 5 Libras Gold angeboten, der diese beiden innerhalb von 5, 3 Minuten werfen konnte. So, das ging ungefähr mal, was hatte ich gesagt, sie kamen 1909 an, ging ein Jahr lang tatsächlich nur so, denn sie verließen Brasilien tatsächlich wieder 1910. Und danach hat Brasilien erstmal lange nichts mehr von Jiu-Jitsu gehört. Und ja, ich weiß, viele werden jetzt sagen, ah Moment, da gab es doch aber noch Mario Alexio oder Alejo, den berühmten brasilianischen Jiu-Jitsu-Trainer aus Rio. Aber auch diese Person ist so ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig oder ein bisschen diskussionswürdig zu betrachten, denn zum einen gibt es Quellen, die sagen, dass er sich Jiu-Jitsu autodidaktisch beigebracht hat aus den Büchern von Irving Hancock. Und wir wissen nicht wirklich, wo er her, ja, wer es ihm beigebracht hat, sagen wir es mal so. Gut, kommen wir mal so ein bisschen auf dieses allgemeine Geschichtsdings bei Jiu-Jitsu zurück, weil die meisten werden halt, wenn es um die Gründung von Jiu-Jitsu in Brasilien geht, dann dreht sich halt, wie gesagt, alles um Carlos und Helio, die halt von Maeda unterrichtet wurden, oder wie er in Brasilien genannt wird, Conde Ich hoffe, wie gesagt, ich spreche das alles richtig aus. Diese Aussprachen da sind nicht so mein Ding. Aber auch das, wie gesagt, ist nicht immer so diese ganze Wahrheit oder nicht die tiefere oder ja doch die tiefere Wahrheit, denn was, ja, was wahr ist, dass die Brüder halt vielleicht mit ihm oder sogar von ihm trainiert haben. Maeda selbst lernte Jiu-Jitsu in Tokio von Kanos Schüler Yokohama, beziehungsweise von, ja doch, von Yokohama, kam dann 1914, also 4 Jahre später, als die oben genannten Personen mit 4 anderen von Kanos Schülern nach Sao Paulo. Die Gruppe dort schloss sich dann ebenfalls, ja, eine Art Zirkus oder wann, ja, doch Wanderzirkus an, wo dann halt eben auch gegen Geldwetten halt die Kunst verbreitet wurde. Und ja, Maeda reiste halt einige Jahre, hat sich dann 1920 in Belém niedergelassen. Dort soll er dann auch Carlos getroffen und unterrichtet haben. So, und hier ist so ein bisschen dieser Diskussionspunkt oder diese Kritik anzuwenden, denn je nach Quelle trainierte Carlos 2 Jahre, 4 Jahre oder vielleicht sogar gar nicht bei Maeda oder mit ihm. Es gibt auch die Möglichkeit, dass Carlos seine Anweisungen von Pires Dores erhalten hat, dem einzigen Brasilianer, der von Maeda zum Unterricht von Jiu-Jitsu zertifiziert wurde. Wobei auch das davon abhängig ist, wer diese Geschichte erzählt und auch wo sie veröffentlicht wurde. Carlos eröffnete bereits 1925 seine eigene Jiu-Jitsu-Schule oder aber begann neben seinem Bruder auch unter Donato Piero de Rey, habe ich ja auch schon mal genannt, an der Academia de Jiu-Jitsu als Assistenzlehrer zu unterrichten und übernahm schließlich die Schule. Ich meine, das ist alles Geschichte, das kennen wir so ein bisschen, wenn wir uns damit beschäftigt haben. Aber wie ihr seht, ist auch Brazilian Jiu-Jitsu ein Stil oder eine Variante, deren wirklichen Ursprünge so ein bisschen im Dunkeln liegen.
und es manchmal schwierig ist, zwischen Geschichte und Realität zu unterscheiden. Nichtsdestotrotz tut das natürlich dem BJJ und seiner Popularität und natürlich auch seiner Effektivität keinen Abbruch. Wollen wir uns gar nicht darüber zu unterhalten. Aber ich wollte euch mal diese Untold Story of Jiu-Jitsu, wie es ja im Englischen so schön heißt, gerne einmal näher bringen. Hoffe, ihr hattet viel Spaß damit und bis zum nächsten Video.